Bevor du irgendwas an deinem Cockpit änderst, sei es Lenker, Vorbau oder die Spacer, schau dir erst dieses Video an. Herzlich willkommen beim Fahrradgeschäft Fitbikes. Mein Name ist Basti und heute soll es um Vorbauten, um Lenker und um die Spacer, die sich unterhalb oder oberhalb deines Vorbaus befinden, gehen. Die haben nämlich richtig viel Einfluss auf die Fahreigenschaften deines Rads. Was ist denn so die Wunschposition, die wir auf einem Rad einnehmen wollen? Die ist meistens zentral über der Mitte des Rahmens sozusagen. Also mittig im Rad, dass wirklich die Federung schön arbeiten kann, sei es hinten, sei es vorne. Es gibt aber auch speziellere Einsatzzwecke, wo das dann sich ein bisschen verschiebt. Fangen wir mal an mit dem Cross-Country-Einsatz zum Beispiel. Also wenn du schnell bergauf fahren willst, dann bringt dir das nichts, wenn die Position ziemlich mittig ist, denn dann kann es sein, dass dein Vorderrad relativ schnell nach oben kommt. Da ist der Wunsch, eher ein bisschen auf das Vorderrad zu gehen, dass du mehr Druck vorne drauf hast und eben dieses Vorderrad genug Grip hat, auch in wurzligen Bergaufpassagen, und dass es halt eben nicht abhebt. Der Nachteil des Ganzen, wenn wir die Position nach vorne schieben, ist, dass wir einfach in den Runterfahrsektionen, also quasi im, nicht direkt im Downhill, aber einfach wenn es runtergeht und auch technisch wird, dann sind wir sehr weit nach vorne gelehnt und haben meist das Problem, das haben vielleicht Weltcupfahrer nicht, aber wir Normalos haben das Problem, dass es dann relativ schnell zu einem Gefühl kommt, als würdest du vorne überschlagen. Und das wollen wir ja eigentlich auch nicht. Dementsprechend ist es immer auch wichtig, was ist dein Einsatzzweck? Also Cross-Country haben wir gerade festgestellt, ist die Position eher nach vorne. Wenn wir jetzt halt auf das andere Extrem, auf Downhill gehen, dann ist es ja so, dass wir sehr steile Abfahrten haben. Das heißt, die Front ist meistens auch vom Rahmen her schon ein bisschen höher, dann kommt da noch eine richtig lange Gabel mit rein und dadurch ist das ganze Rad vorne wesentlich höher, um eben auf diesen steilen Passagen, wenn es runtergeht, eben nicht dieses Überschlagsgefühl zu haben, sondern halt eben auch noch trotzdem ein angenehmes Fahren zu ermöglichen. Wenn wir jetzt halt in die Mitte reingehen, also quasi All Mountain Enduro, das sind so Bereiche, die eigentlich das Ganze so ein bisschen vereinen, diese beiden Extreme, und da ist eben, wie gesagt, die Position in der Mitte eigentlich die ansprechendste, denn da hast du sowohl beim Rauffahren hast du einigermaßen die Kontrolle, als auch beim Bergabfahren hast du dann auch natürlich noch mal ein bisschen mehr Druck hinten auch auf dem Hinterrad, aber nicht zu viel, sodass auch die hintere Federung super arbeiten kann. So, und bevor wir jetzt halt einfach irgendwas ändern, fangen wir mal an, was hat denn Einfluss auf was? Fangen wir beim Lenker an. Den Lenker gibt es meistens in verschiedenen Höhen, in verschiedenen Kröpfungen und so weiter. Wir gehen aber jetzt halt eher auf die Höhen drauf ein. Die Kröpfungen sind dann nochmal ein eigenes Thema. Ein Lenker ist normalerweise, wenn er kommt vom Werk aus, ist er immer so ein bisschen auf sportlich getrimmt. Sprich, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein All Mountain kauft, dann ist das alles um der Optik wegen auch ziemlich flach. Ist aber meistens gar nicht so toll, weil wie gesagt, ihr habt dann wieder dieses Gefühl, dass es mehr nach vorne geht, und es sagt vielen Leuten nicht so zu. Außerdem sind die Geometrien der Rahmen heutzutage auch vorne eher flach. Das heißt, man hat sehr schnell dieses Gefühl, dass man, wenn es wirklich steil wird, sehr weit nach hinten sich lehnt, und das will man eigentlich vermeiden, weil dann eben dieser Schwerpunkt wieder anders gesetzt wird. Jetzt haben wir die Möglichkeit, mit verschiedenen Höhen zu arbeiten. Höhe heißt, der Lenker wird ja hier geklemmt und dann geht er in einer gewissen Höhe nach oben. Das hier ist jetzt die niedrigste, also jetzt nur mal als Beispiel sind es jetzt die S-Coolab-Lenker, die gibt es in drei verschiedenen Höhen. Das ist der niedrigste, das ist quasi Low heißt das Ganze, und ihr seht schon, das ist schon sehr stark, fast schon eine Gardinenstange. Also ihr habt hier fast einen geraden Durchgang, das heißt, ihr erzeugt mit solchen Lenkern wahnsinnig viel Druck aufs Vorderrad. Dann haben wir die Möglichkeit, das Ganze noch als Medium zu machen. Medium Höhe heißt meistens so zwischen 25 bis 30 mm Höhe, wie es nach oben geht. Ich packe mal kurz einen aus. So, da seht ihr es schon, der hat jetzt ein bisschen mehr Höhe, ist quasi der Medium-Lenker. Wenn wir die beiden so ansatzweise irgendwie übereinander halten, dann seht ihr schon, es ist schon ein ganz schöner Unterschied, und damit macht ihr das Cockpit einfach noch mal ein bisschen aufrechter. Das heißt, ihr kommt ein bisschen höher vorne und habt dadurch einfach ein bisschen mehr, das nicht mehr so oder nicht mehr so schlimm das Gefühl, dass es vorne wieder zu niedrig wird. Und jetzt gibt es das Ganze natürlich noch eine Stufe höher. Das ist jetzt bei S-Coolab zum Beispiel High Rise heißt das Ganze. Der ist dann extrem hoch. Der ist dann schon fast 45 mm hoch. So. Ein bisschen Unordnung, und wieder im Vergleich zum ersten seht ihr schon, das ist ein gewaltiger Unterschied. Was macht jetzt ein Lenker? Ein Lenker erhöht einfach nur eure Position. Das heißt, ihr habt hier keine Veränderung der Geometrie.
Ein Lenker macht einfach nur, wenn ihr die gleiche Klemmung habt, wenn ihr die Spacer gleich lasst, dann habt ihr einfach nur eine höhere Position vorne. Wie gesagt, ist nicht für jeden Einsatzzweck das Beste, aber es ist eigentlich für den Normalo. Also wir haben es festgestellt, dass sehr viele Leute mit den Auslieferungslenkern nicht wirklich zufrieden sind und deswegen eher eine Option mindestens Medium nehmen. Als kleines Beispiel bei mir, bei meinem Mondraker, fahre ich mittlerweile den High-Rise, weil das Rad vorne so tief ist am Rahmen, dass ich einfach mich nur mit sowas richtig einigermaßen wohlfühle. Andere fahren da bestimmt Medium, aber bei mir jetzt, meine persönliche Meinung dazu ist, dass ich halt einfach so besser fahren kann. Jetzt sind wir wieder, gehen wir wieder zurück zum Rad. Also wenn wir jetzt den Lenker ändern, habe ich ja gerade schon gesagt, verändern wir nur die Höhe. Das heißt, die Klemmung bleibt gleich und wir werden einfach nur höher. Sprich, wir verlagern das ganze Gleichgewicht ein bisschen nach hinten. Jetzt gibt es aber auch noch die zweite Möglichkeit und das sind Vorbauten. Und dazu kommen wir jetzt. Bei Vorbauten ist zum Beispiel das Thema, dass es da wahnsinnig viele Unterschiede gibt. Es gibt lange, kurze, steile und so weiter. Also hier habt ihr wirklich den meisten Spielraum, sage ich mal. Und so wie wir es jetzt hier sehen, haben wir so eine Medium-Steigung, nenne ich das Ganze mal, und es ist ein sehr kurzer Vorbau. Ein kurzer Vorbau hat den Vorteil, ihr habt das Gleichgewicht des Rades eher so auf dem Vorderrad, auf der Gabel, also dass ihr da wirklich schön direkt lenken könnt. Je länger dieser Vorbau wird, umso indirekter wird das Ganze und umso weiter verlagert ihr natürlich auch wieder diesen Schwerpunkt des Ganzen nach vorne. Da sind wir wieder beim Race-Betrieb Cross-Country, also wenn ihr schnell bergauf fahren wollt mit genügend Druck am Vorderrad, dann bräuchtet ihr einen etwas längeren Vorbau. Je kürzer, umso mehr wandert die Position wieder nach hinten. Jetzt gibt es aber auch noch verschiedene Steigungen und da wird es dann schon interessant, weil eine Steigung heißt ja, dass es quasi, wenn wir jetzt von der Geraden ausgehen, in einer Kreisbewegung so nach oben geht. Also die sind, je steiler er wird, umso näher wandert der auch wieder nach hinten. Das heißt, ihr müsst aufpassen, je höher der Vorbau wird, umso mehr verlagert ihr auch wieder diese Position nach hinten. Es gibt hierfür eine ganz interessante Seite, die packen wir euch unten in die Videobeschreibung rein. Die ist von Reverse, ist eine Firma aus Tübingen und die haben einen Vorbaurechner sogar da drinnen. Also hier interveniere ich jetzt ein bisschen aus dem Off. Und zwar, ihr braucht dort nur den Lenkwinkel eintragen und euren aktuellen Vorbau, also die Steigung und die Länge. Und dann kriegt ihr einen Reach und einen Stackwert des Vorbaus raus und dann tragt ihr einfach einen gewünschten neuen Vorbau ein und dann kriegt ihr wieder einen Reach und einen Stackwert. Als kleine Orientierung, welcher Vorbau für euch der beste sein könnte, wenn ihr mit dem Rahmen nicht so zufrieden seid. Also wir reden hier über Stack und Reach, also Stack die Höhe der Front und Reach quasi der Abstand so nach hinten. Ein kurzer und steiler Vorbau erhöht den Stack, also ist vorne höher und verringert den Reach, also er kommt näher zu euch, geht aber vorne höher. Und ein langer, flacher Vorbau, der verlängert den Reach, also diese Streckung verlängert er und baut aber gleichzeitig niedriger, dementsprechend verringert er den Stack. So, kommen wir zur einfachsten Methode, wie ihr was an eurem Cockpit ändern könnt. Das sind diese Spacer. Wenn ihr es im Auslieferungszustand bekommt, dieses Rad, oder ihr habt es noch im Auslieferungszustand, habt ihr noch nichts verändert, dann ist es ja meistens so wie hier. Also ihr habt die Möglichkeit, wirklich was zu ändern, ohne dass ihr jetzt extra was kaufen müsst. Sollte es nicht der Fall sein, dass hier jetzt Spacer unterhalb oder oberhalb eures Vorbaus sind, dann wird es schon schwierig. Dann müsst ihr wirklich mit dem Vorbau und mit dem Lenker dringend arbeiten, weil da kann man dann nicht mehr viel ändern. Es ist auch wichtig, solltet ihr eine neue Gabel euch kaufen und die einbauen, säbelt die nicht zu kurz ab. Achtet erstmal nicht auf Optik, sondern lasst da wirklich so einen schönen Turm stehen und dann fahrt erstmal ein paar Mal und überlegt euch, ist das jetzt die beste Position oder muss ich wieder ein bisschen hoch oder wieder ein bisschen runter? Denn einmal abgesägt, kriegt ihr das nicht wieder hin. Das heißt, da ist dann Ende. Und der Optik wegen macht man das natürlich, dass man den dann oben absägt. Aber sinnvoller ist es, wenn ihr es einfach noch mal ein bisschen stehen lasst, dann halt die Spacer von unten nach oben packt. Und es ist auch wichtig für einen Verkauf zum Beispiel, also denkt da auch mal ein bisschen dran, der Nächste, der dieses Rad kauft, hat natürlich mehr Optionen und so kann man das Rad besser auf ihn dann auch einstellen, sodass er dann vielleicht wirklich das Rad euch abkauft. Also auch ein bisschen nachhaltig denken bei der ganzen Sache. Kommen wir wieder zurück zum Thema. Wir haben jetzt hier viele Spacer drin. Wir können jetzt diesen Vorbau locker schrauben, machen den ab und nehmen diese Spacer von hier unten nach oben. Wichtig, die gibt es in verschiedenen Höhen. Also es ist jetzt nicht so, dass die immer nur eine Höhe haben, sondern das kommt halt immer darauf an, was gerade passt. Es gibt wirklich richtig hohe, das sind dann richtige Einzelspacer, die richtig hoch sind. Und dann gibt es eben immer fein abgestuftere. Es gibt dann auch wirklich sehr flache, sodass ihr noch das letzte Spiel aus dem Steuersatz auch noch rausbekommt. Was machen diese Spacer? Sie klemmen eigentlich nur diesen Vorbau, besser gesagt, sie klemmen den Steuersatz
über den Vorbau, über die Headschraube. Also da helfen sie euch einfach, dieses Spiel zu überwinden, um einfach einen stabilen Vorbau zu generieren, weil er halt einfach hier unten auf dem Steuersatz dann aufsitzt. Wenn wir uns jetzt allerdings eine Gabel mal anschauen, dann ist es ja so, dass die nicht wirklich gerade eingebaut ist. Also es ist vielleicht im Rennradbereich ja, aber im Mountainbike-Bereich werdet ihr keine gerade eingebaute Gabel finden. Denn wir haben ja meistens so einen gewissen Lenkwinkel hier vorne und da ist es eben so, oder so ein Steuerrohrwinkel, der das vorgibt, wie schräg die Gabel drinnen steht. Wenn wir jetzt die Vorbauschrauben öffnen, den Vorbau runternehmen und die Spacer von unten nach oben setzen, dann wandert der Vorbau ja nicht auf einer Geraden nach oben, sondern es ist ja so schräg eingebaut, also nicht ganz so, aber so. Und dann wandert er hier ein bisschen nach unten. Das heißt, ihr erhöht den Reach. Wenn ihr jetzt halt einfach nur die Spacer unten rausnehmt, oben drauf setzt, dann verlängert ihr das Cockpit ein bisschen. Es ist nicht viel, aber es kann meistens schon helfen. Und dadurch habt ihr eben einen längeren Reach. Dadurch erhöht ihr wieder den Druck ein bisschen aufs Vorderrad. Wenn ihr das jetzt natürlich bis ganz unten macht, dann habt ihr ordentlich Druck aufs Vorderrad. Da ist es dann auch gar nicht mehr so wenig, was ihr da ändert. Aber halt, wenn ihr jetzt zwei Spacer einfach nur nach unten geht, dann habt ihr vielleicht schon die optimale Position und ihr könnt beim Radfahren einfach wieder besser greifen. Also es fühlt sich einfach besser an. Das ist die leichteste Methode. Ohne viel Aufwand könnt ihr da schon mal auf dieses ganze Thema Cockpit eingreifen. So, wichtig ist, mach immer nur eine Sache. Also mach nicht gleich alles, also ändere nicht die Spacer, parallel dazu dann gleich noch den Lenker und vielleicht den Vorbau, das bringt nichts. Mach dir vorher Gedanken, wo willst du hin, was willst du damit erreichen. Sollte es eher im auffahrtsorientierten Mountainbiken sein, dann mach es ein bisschen länger, ein bisschen flacher, damit du einfach das Vorderrad nicht so schnell hochkommt. Solltest du eher in diese abfahrtsorientierte Schiene gehen, dann mach es einfach ein bisschen höher, sodass du nicht das Gefühl hast, vorne überzuschlagen. Aber immer nur eine Sache. Also ich würde dir nicht empfehlen, alles gleichzeitig zu machen. Das soll es soweit gewesen sein, ist ein etwas theoretischeres Thema. Ich hoffe, es hat dich trotzdem unterhalten und du weißt jetzt halt, wie du dein Cockpit am besten oder leicht verändern kannst. Wenn du noch Anregungen hast, schreib es gerne in die Kommentare. Lass am besten ein Abo auch noch da, denn dann verpasst du auch kein Video, wenn es wieder mal um schön theoretische Themen geht. Das war's von mir und dem schicken Simplon Repcon. Eins noch, falls euch dieses Rad gefällt, was wir da hinten haben, könnt ihr bei uns natürlich auch kaufen. Wir sind immer noch ein Fahrradgeschäft, also schaut mal auf www.fitbikes.de und das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Viel Spaß und einen schönen Nachmittag.